Sophie, bald ist wieder monsternale Zeit. Stimmt, Eva, dieses internationale Kurzfilmfestival findet nun schon zum dritten Mal in Halle statt. Ja, und vom 10. bis zum 12. April könnt ihr im ehemaligen Thalia-Theater verschiedenste Filme schauen. Ja, und der Siegerfilm des letzten Jahres wurde sogar für das Sundance Filmfestival nominiert. Na, wenn sich das nicht vielversprechend anhört. In diesem Sinne, Film ab! Also 2013 fand ja die erste Monstronale statt und Grundidee der Monstronale an sich ist immer und war auch immer, dem absonderlichen oder dem besonderen Film einen Platz einzuräumen. Wir sprechen da vor allen Dingen von Kurzfilmen. Und 2013 war unser Thema das Absurde im Film und besonders im Gedächtnis geblieben ist mir da auch Ottilias Ochse aus Thüringen. Und wir haben ja auch mehr Täter sozusagen. Also wir haben, 2014 hatten wir dann das Thema Glaubensfragen und da 2013 hatten wir Ben Aston schon dabei als Filmemacher mit Dinner and the Movie. Und 2014 war er dann dabei mit seinem Film Russian Roulette, der auch einen unglaublichen viralen Hype dann hingelegt hat im Internet und auch auf dem Sundance Film Festival lief. I am Yergi. Hello. Wait, where are you? Oh, I'm in space. You're in space. Yes. Can I see your breasts? I'm sorry. Wait. You're in space. I am maintenance engineer of Deep Space Telescope, Zvibrovnik 188. I show you. Look. Und Ben Aston ist auch dieses Jahr wieder mit dabei mit seinem Film He Took His Skin Off For Me. I could see everything. Das Thema wurde gewählt, jeder Filmemacher weiß und jeder Filmfreak weiß, Filme machen und Filme schauen ist an sich schon Leidenschaft. Und jeder Film beschäftigt sich mit seiner eigenen Leidenschaft. Leidenschaft ist in vielen Themen auch ein Hauptthema, ein Leitmotiv. Zum Beispiel, wenn man sich an Dr. Jekyll und Mr. Hyde erinnert. Und in vielen solchen Filmen geht es dann auch darum, wie der Mensch das Thema Leidenschaften für sich halt umsetzt. Also es geht dann auch, wenn man an Freud denkt, so das Ich trifft das Es, also das Tier im Menschen. Da könnte man jetzt die Brücke aufmachen, inwiefern wir eigentlich verwandt sind zu Monstern. Also wir bringen so quasi unser eigenes Thema, unser Monstronale wieder in den Vordergrund. Weil die Monster an sich handeln natürlich immer aus Leidenschaften. Es gibt kaum rational denkende Monster. Der Ideengeber für dieses Festival ist Christian Schunke, mit dem ich das Festival zusammen umsetze und organisiere. Wir werden aber natürlich unterstützt durch ganz viele Helferlein, viele von unseren Freunden und Bekannten, die das Format ganz toll finden. Die haben gesagt, wir machen mit, wir unterstützen euch und daher sind wir nicht allein. Ansonsten könnte man das Festival auch nicht stemmen. Filme erreichten uns für diesen Wettbewerb wieder aus ganz Europa und darüber hinaus. Also unsere weiteste Einsendung, die kommt aus Beirut, also aus dem Libanon. Und da freuen wir uns sehr, dass es tatsächlich solche Ausmaße dann angenommen hat. Dass, letztes Jahr war ja zum Beispiel auch eins aus den USA dabei
mit Kirsten Lipore, die dann auch im Hauptprogramm lief. Wir starten dieses Jahr am Freitag wieder mit unserem Eröffnungsprogramm. Eröffnet wird es diesmal mit dem Länderfokus auf Tschechien. Dem folgt das Hauptprogramm mit dem Hauptthema Leidenschaften. Und danach gibt es dann noch eine Podiumsdiskussion zum Thema Leidenschaften im Film, wo dem Gast das Ganze auch noch ein bisschen näher gebracht werden sollte, falls er das in den Filmen noch nicht so mitbekommen hat oder so. Und natürlich laden wir dann ganz herzlich zu unserer Warm-up-Party am Abend im Labim noch ein. Und am 11. April, an dem Samstag, ist dann wieder unser internationaler Wettbewerb mit Filmen, wie gesagt, aus ganz Europa und darüber hinaus. Und den Zuschauer erwarten dann lustige, kuriose, vielleicht auch mal ein bisschen ernsthaftere Filme aus dem Bereich Animationsfilm, Realfilm, Experimentalfilm, also alles dabei. Letztes Jahr sind wir ja schon erfolgreich gestartet mit unserem Kinderprogramm. Dieses Jahr wird das noch ergänzt durch einen Kinderfilmwettbewerb, der auch gesponsert wird. Also ein Hauptpreis und ganz neu, es gibt einen Publikumspreis. Das heißt, die Kinder können selber abstimmen, welcher Film ihnen am besten gefällt. Begleitet wird unser Kinderprogramm dann auch durch einen Animationsworkshop für Kinder am 10. und 11. April. Für Kinder von 9 bis 13 Jahren, geleitet wieder von Falk Schuster. Natürlich, dass ganz viele Leute kommen zu unserem Festival und ich selber freue mich sehr aufs Festival. Das ist natürlich viel Arbeit mit verbunden, macht aber unglaublich viel Spaß, ist dann natürlich wahrscheinlich wieder ganz schnell vorbei, aber dann planen wir halt einfach nur das Nächste.